Werkstattschau. Hier im Museum bauen wir Flugzeuge, restaurieren Autos und Motorräder, feilen, schweißen, hämmern, klopfen, wundern uns, schweißen und hobeln weiter. Und wo gehobelt wird, so sagt man, fallen Späne. Und die sollt ihr hier sehen können. Folge 7. Heute geht's um den Steuerknüppel der Albatros D5 bzw. D5A. Bau von Flügelholmen, VW Typ 82 und sonstige Werkstattarbeiten. Letztes Mal haben wir uns mit den Metallteilen des Gashebels am Steuergriff der Albatros D5 beschäftigt. Dieses Mal machen wir die Holzgriffe. Das Drechseln der Griffe haben wir schon in einer früheren Folge der Werkstattschau gesehen. Nun folgt das Auftrennen. Schön, wie sie alle so da liegen. Im nächsten Schritt müssen die Kanäle für die Stahlrohre des Grundgerüsts ausgearbeitet werden. Und weil mit Musik vieles einfacher geht, trellere ich mir auch mal gerne einen in der Werkstatt. Ich hab dich tanzen gesehen, Donna Clara, das war wunderschön. Ich hab im Traume dann im Ganzen gesehen, das hat das Maß der Liebe vollgemacht. Oh, Donna Clara, bedeutet nun dein schickes Fell, ein Gras und Ruhe, Rasen, Opoien. Ja, und so werden die Kanäle für den Grundrahmen ausgefräst. Leider weiß ich nicht, wie die das damals gemacht haben. Vermutlich hatten die Kopierfräsen, in denen die den jeweiligen Griff einspannen konnten und dann die tatsächliche Biegung, die ja alle handgefertigt und deswegen nicht einheitlich sind, abfahren konnten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe es auch schon geschnitzt. Ich werde Bilder einblenden, um euch das zu zeigen. Aber für mich hier, wenn ich ein paar mehr machen muss, ist das die bessere Methode. Für so einen Griff brauche ich dann ungefähr 10 Minuten. Das geht recht flott. Schnitzen geht ebenso gut, dauert aber wie gesagt wesentlich länger. Ja, und das kommt dann an den Griff ran. Richtige Seite, ja. Passt ziemlich gut. Die andere Seite muss natürlich gegengepasst werden. Alles angeglichen. Dann kann man das komplett verleimen und anschließend bohren und vernieten. So werden wir das machen. Die Schauarbeitsgänge zeige ich euch noch. Mach ich mal weiter, ne? Besonders spannend sind immer die Durchbrüche nach außen hin, wenn man da kein schönes Rundumeli hinbringt.
dann sieht das natürlich nachher etwas doof aus, wenn das Rohr aus dem Holz kommt und dazwischen ein Jenseitsspalt ist. Das sollte also schon anpassen. Anpassen? Gebärbockt? Anliegen. So, wo seid ihr denn? Da. So, das sind dann die beiden Halbschalen. Gucken wir schön an das Rohr. Das sieht dann ungefähr so aus. Ein bisschen nacharbeiten noch. Im Großen und Ganzen passt das nachher. Hier sind die Griffschalen für einen der Griffe nun fertig und die zeige ich euch jetzt mal aus der Nähe. Und mit ein bisschen Geduld und handwerklichem Geschick bekommt man auf diese Art und Weise sogar eine nette Kleinserie zusammen. Die Holzgriffe werden anschließend an die Stahlrohrrahmen geleimt. Natürlich leimt man sie nicht an den Stahlrohrrahmen, aber man leimt die Holzgriffe zusammen. Dem folgt das Verputzen. Hat man sauber gearbeitet, hat man hier nicht viel zu tun. Und das war's dann auch schon wieder von dieser Baustelle. In der nächsten Werkstattschau machen wir auch hier weiter. So, im Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte zeigen wir euch heute klassischen Flugzeugbau, Flügelbau. Leider ist der Flügel ja nun schon fast fertig, aber wir haben den Oberflügel im Bau und da könnt ihr reinschauen. Nur, wer von Flugzeugbau keine Ahnung hat, weiß ja nicht, wie wir an den Punkt gekommen sind, an dem wir mittlerweile sind. Eigentlich wollten wir ständig nur aktuelle Arbeiten zeigen, aber in dem Fall gönne ich euch einen kleinen Rückblick. Und hier ist das Flugzeug, um das es geht. Die Engels E3, ein Nachbau der Fokker D7. Dieses spezielle Flugzeug habe ich damals im Auftrag für The Vintage Aviator Limited in Neuseeland gebaut. Das Flugzeug wurde auftragsgemäß abgeliefert, unbespannt und ohne Motor. Die Fertigstellung wurde dann von Fred Mörrin in den Vereinigten Staaten übernommen.
Hierzu gibt es eine nette Geschichte unter dem Titel Der Herr der Dinge, die ihr als PDF auf unserer Facebook-Seite herunterladen könnt. Hier könnt ihr dieselbe Maschine noch einmal bei mir in der Werkstatt in Schorndorf sehen. Und genau so ein Flugzeug entsteht bei mir gerade wieder. Und uns geht es jetzt speziell um den Flügelbau. Genauer gesagt, um den Holmbau. Der Unterflügel der Maschine ist bereits fertig, den Oberflügel haben wir gerade im Machen. Und hier zeigen wir euch, wie wir zum momentanen Stand gekommen sind. Die Holme dieser Fokker-Flugzeuge besitzen einen durchgehenden Holm von fast 8,90 Meter Länge. Dieser wird gebildet aus einem oberen Gurt und einem unteren Gurt, welche wiederum aus laminierten Holzleisten bestehen. Diese werden zuerst zusammengeleimt. Maßhaltigkeit ist bei allen Arbeiten natürlich extrem wichtig. Und da sich die Holme nach außen hin verjüngen, wird mittels langen Schnüren dieser Abfall in der Breite entsprechend markiert und dann mit der Raubank über die gesamte Länge abgehobelt. Die Raubank ist ein extrem langer Hobel, der es aufgrund seiner großen Auflagefläche ermöglicht, lange Strecken plan zu hobeln. Die fertigen Holmgurte werden dann in eine Schablone gelegt, die ihre Lage nach außen hin zueinander fixiert. In dieser fixierten Schablone werden dann die sogenannten Drucksteege eingesetzt. Dies sind Sperrholzplatten, die den Druck zwischen Ober- und Untergurt aufnehmen. An den Stellen, an denen später die Metallbeschläge mit großen Bolzenschrauben montiert werden, sitzen massive Füllklötze. Auch sie sind laminiert aus mehreren Lagen Holz und entsprechend gewichtsersparend ausgeschnitten. An den Flügelspitzen werden Ober- und Untergurt mit Einleimern verbunden. Am Ende werden die Druckstege noch mit 6 mm Vierkantleisten oben verbreitert, um eine größere Auflagefläche für die spätere Beplankung zu haben. Soweit unser kleiner Rückblick. An dieser Stelle sind wir nun. Jetzt noch ein paar Aufnahmen des aktuellen Zustandes und dann werden wir mal schauen, wie wir in den nächsten Werkstatt-Schau-Folgen den weiteren Bau dokumentieren können. Blut, Schweiß und Tränen. Damit kennt sich der Kübel aus. Und immer. Wenn man irgendwo etwas abschraubt, fällt woanders irgendwas runter. In diesem Fall war es die Lenkstange. Lange das so? Ich muss das so heiß machen, dass die Farbe alles abblättert. Ah ja, Gabi, schaffe ich halt schon ein Geschäft, gell? Lügst du schon? Ja. Warum? Dass ich nicht durchlatsche. Mach doch nichts. Ist doch die Werkstatt, schau. Und dann wurde geschliffen. Die Außenseite. Komplett. Und wenn viele Maschinen laufen, wundert man sich, wenn man die eigene ausmacht, wer denn da noch hämmert.
Kraft durch Freude. Damals wie heute gilt, ja was auch sonst. Hört, hört. Viel Dreck und Staub und bäh. Um der Gottes Willen. Wie sieht das denn aus? Oje, oje. Noch viel Arbeit. Auf jeden Fall sind wir froh, dass wir jetzt zumindest mal die Querverstrebungen zwischen A- und C-Säule entfernen können. Vorher musste man ja Angst haben, dass das Auto in der Mitte auseinanderfällt. Zwischendurch mal eine löten und dann geht's auch schon wieder weiter. Unser Ziel war es von Anfang an nicht, die Karosse top und astrein herzurichten. Wir wollten die Dallen und Beulen und Kratzer und Löcher alle erhalten. Nur, was wirklich am tiefsten war, haben wir mit Aluspachtel ausgespachtelt. Es gab schon einige Stellen, die wirklich übel aussahen an diesem Fahrzeug, vor allem weil es viel erlebt hat in Hinsicht auf mehr oder weniger professionelle Reparaturen in der Laufbahn seines Lebens. Das Schlimmste haben wir ausgeglichen, es war aber nur kosmetische Arbeit. Du musst lachen, wie wenn dir die Arbeit Freude macht. Ansonsten darf der Wagen gerne mit seinem verdallten, verbeulten Kleid seine ganz eigene und persönliche Geschichte erzählen. Überrestaurierte Fahrzeuge gefallen uns sowieso nicht. Und schon gar nicht, wenn es sich um einen echten deutschen Streitwagen handelt, der noch seine eigene Kampfgeschichte wirklich erlebt hat. Und dann kam Ilona. Das Grauen. Aber auch hier gibt's ein passendes Sprichwort. Viele Hände bringen schnelles Ende. Und so freuen wir uns natürlich auch über Ilonas Hilfe. Außerdem kommt sie mit ihren kleinen Fingerchen sowieso viel besser in die Ecken. Und während die Mädels und das Grauen noch schleifen, wird im Farblabor des Museums für Flugzeugbau und Technische Geschichte in Wäschenbeuren alles zum Grundieren vorbereitet. Und zwischendurch versuchte sich der Laborchef auch einmal am Tupfen der neuen Nummerntafeln. Er blieb dann doch lieber der Rührer. Und was er dazu meinte, hört ihr hier. Besser wie Tupfen. Das Ergebnis lässt sich doch aber durchaus sehen. Und dann bekam die Karosse ihre dreimalige Grundierung. Na, das sieht doch blendend aus. Und Abend ist auch schon wieder. Also hat das Auto Schlaf und darf in Ruhe trocknen. Morgen geht's weiter. Ja wie, schon wieder morgen? Naja gut. Weiter ging's mit den Sitzen und der Rückbank. Die waren so verbastelt bzw. gar nicht mehr vorhanden, dass wir sie rückbauen mussten. Gott sei Dank hatten wir ein Original als Vorlage. Franz Josef hier beim Zerlegen. Wilde Konstruktion, ne? Die hausgemachten dicken Sesselpolster trugen wohl zu dick auf. Und so hat einer der Vorbesitzer einfach die Sitze gekürzt. Nun liegt's an uns, sie wieder auf das Originalmaß zurückzubringen. Aber da war ja noch was, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Leider haben wir nicht mitgefilmt und so wird die Szene nun von uns nachgestellt.
Franz Josef, ich habe gerade gesehen, uns fehlt ein Blech am Auto. Nee. Ja. Wie jetzt, was für ein Blech fehlt? Wo? Hinten. Komm mit. Oh, jetzt ist es gut. Ja, und was fehlt jetzt? Ja, guck doch, dieses Blech hier. Nein, doch. Und als ich gerade dabei war, in aller Seelenruhe das fehlende Blech anzufertigen, schlich es sich vorbei. Das Grauen. Dengel, 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 hier seht ihr mal, wie so ein Blech von Hand zurechtgedengelt wird. Das kann ganz schön dauern. Und noch länger dauert's, wenn man ständig unterbrochen wird. Grüß dich! Hi! Na, alles gut? Hallo! Waldi! Guck mal! 20 Minuten! Telefon erwähnt! 20 Minuten im Auto sitzen, diese der Arme. Gut, Spaß beiseite, Ernst, komm her. Winkel passen, gell? Die Winkel passen. Die Winkel passen, aber soll ich dir was sagen? Hm? Hier sieht man Franz Josef noch einmal am Vergleichen der Originalsitze mit den uns vorhandenen. Deutlich sieht man, wie diese verkürzt wurden. Was sind da hinten? Das ist wieder so Kackarbeit für dich. Ja, danke auch. Aber hierfür steht erst einmal Materialbeschaffung an. Und dazu fahren wir zu einem Freund von Franz Josef, der Schlosserei des Willi Hau. Ich liebe solche kleinen Handwerksbetriebe, das sind wirklich nützliche Teilnehmer unserer Gesellschaft. Anders wie dieses degenerierte Politikerpack. Der Willi ist ein total netter und lustiger Kauz, den mag ich. Und von ihm haben wir dann alle Rohre bekommen, die wir für den Neubau der Rückbank und der Rücklehne brauchten. Danke, Willi. Ohne Hätschig geht nix. Mindestens doppelt so viel Mimose wie deine Frau. Nee, nee, nee. Die neue Sitzbank, da kommt sie. Franz Josef trägt auch ein Röhrchen. Die originalen Sitzbänke dienen als Muster. Da fühle ich mich gleich wieder wie zu Hause, weißt du? Das ist nämlich wie im Flugzeugbau. Fängst auch mit Rohren an. Mit Rohren, Gedöns und... Bei den Sitzgestellen wurden die Rohre auch schon aufgeschnitten, damit sie nun wieder verlängert werden können. Sämtliche Halterungen für die Rückenlehne und die Rückbank waren in diesem Auto nicht mehr vorhanden. Bank und Rückenlehne waren hier komplette Eigenbauten. Gut. Anhand des Musterkübels haben wir die Aufhängungen neu nachgefertigt. Diese werden jetzt eingeschweißt. Die Position der Haltepunkte haben wir anhand der originalen Rückenlehne festgelegt. Immer gut, wenn man was hat zum Anpassen. Deutlich aufwendiger waren die vorderen Befestigungspunkte der Sitzbank. Im Original sind das Pressbleche aus 3 mm Stahlblech. Sowas anzufertigen, das war schon ein bisschen knochig. Aber es hat funktioniert. Ich hab doch freigelassen. Gut. Denn da müssen diese Platten noch hingeschweißt werden. So. Hilfst du mir raus? Soll ich tragen oder was? Ja. Ach so. Ja, das kann ich machen. Ah, nein, Gott, Maria. Gib. Wie? Ich hab doch freigelassen. Ist doch schon alles gelb? Herrje, der immer mit seinem Übereifer. Naja, jedenfalls dort gehören diese Plättchen hin. Und so sieht das dann zumindest vorläufig mit der originalen Sitzbank aus. Schön. Das Auto wird gelb. Und hier noch einmal die fertigen Befestigungspunkte für die Rückenlehne und die Rückbank. Jetzt fehlt nur noch die Rückbank und die Rückenlehne, die neu gebaut werden müssen. Oh, oh, oh. Was passiert denn hier? Das sieht aber schwer nach einer Hochzeit aus. Ja, wird ja auch Zeit. Lang genug war die Trennung der beiden ja.
Zum Aufhängen haben wir die Quertraversen zwischen A-Säule und C-Säule wieder eingebaut und an Zurgurten wird die Karosse dann hochgezogen. Letzte Vorbereitungen an Unterboden und Fahrwerk, Putzen, Benzinleitung ablängen, Gewinde nochmal nachschneiden zur Sicherheit. Nicht, dass Farbe reingelaufen ist. Ist immer ärgerlich, wenn man nachher keine Schraube reinbekommt. Und da kommen auch schon die Füße angerollt. Aufregung pur. Das Interessante ist ja noch die Frage, ob die separat restaurierte Karosse mit den Einschweißmuttern auch tatsächlich auf den Unterboden passt. Schablone hatten wir ja angefertigt. Das gut geht. Sieht so geil aus. Also ganz langsam, ne? Die Karosse kommt jetzt zuerst einmal probeweise auf das Untergestell, um zu schauen, ob die Bohrlöcher alle passen und sitzen, wo sie sollen. Wenn nicht, muss zur Not nachgearbeitet werden. Aber wir sind guter Dinge und hoffen das Beste. Zentimeter vor. Nee, es passt doch. Was passiert? Komm, langsam. Weiter. Es ist schon eine spannende Angelegenheit, weil wenn das jetzt nicht passt, war viel Arbeit umsonst. Keine Ahnung, wie andere Kugelrestaurateure das tun. Aber bestimmt haben die ähnliche Probleme. Da, leg dich hin und guck drunter. Alter, eigentlich will ich es gar nicht sehen. Auf jetzt. Nein. Jetzt eine Zigarette. Erstmal eine gute von Haus Bergmann. Zur Beruhigung. Nicht, dass er am Ende auch noch eskaliert wie das HB Mende. Schön. Ja, die teilen uns. Ich kann gar nicht drehen. Na dann, die Stunde der Wahrheit. Oh, yeah. Fast.
Treffer. Ja, und wie sieht's drüben aus? Oh, hier ist es gut. Oh, leck mir Marsch wohl den Ebel. Aber wie den Ebel? Ui, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, scheiße. Oh, ja, das musst du mal angucken. Oh, yeah. Gnadenlos übertrieben hat er natürlich. Ja, ja, so schlimm war's gar nicht. Jedenfalls kam die Karosse wieder runter und dann haben wir die Dichtung vorperforiert und abgelenkt. Die muss ja noch zwischen Boden und Karosse. Aber dann kam der Wagen auf das Fahrwerk. Jetzt ist das wieder eins. Und Gabi strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Lackhämer. Ja, Joachim, Staunen erlaubt. Erstmal Stößchen und ein Toast auf die gelungene Hochzeit. Auf die Hochzeit! Gabi mit der Flasche. Ja. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um den Schweiß der Anwesenden mit Blech zu verbinden, zu krönen und noch anzuschrauben. Blut, Schweiß, Ärger und Freude, gepaart in einem VW-Kübel. Und so sieht er dann später mit der Rückbank aus. Und weil ja alles so wunderschön gepasst hat, kann man die bis jetzt angesetzten Schrauben auch mal festziehen. Erstes Probesitzen im Jugendtraum. Bitte recht freundlich. Ja, du auch noch. Ja, gleich. Und die rote Karosseriepresse im Vordergrund übersehen wir geflissentlich. Gabilein, wie fühlst du dich? Sehr gut. War's das wert? Ja. Erzähl was. Viel Mühe, Schweiß und Tränen, Blut, aber es hat sich gelohnt, wie man sieht, oder? Das war doch ein schönes Schlusswort von Gabi für heute. Und damit werden wir aufräumen und für heute Feierabend machen. Und nicht, dass euch an den Endgeräten noch langweilig wird. Mein 20 Minuten ist schon allerhand. Soll das in die Werkstatt? Ja, wenn du magst. Komm, wir nehmen wieder. Ich kann nicht. Ich geh kaputt. Sagt uns Josef, Schnauze voll für heute. Genau rechtzeitig, denn dann setzte der Regenguss ein. Und ach du Schreck, wir haben den Amerikaner ja ganz vergessen. Strömender Regen und mein Freund hat sein Jeep im Zeug stehen lassen. Lecker! Das sind die neuesten Sachen. Wir fahren heute ohne Verdeck. Grillen muss einfach sein. Ganz egal, ob es stürmt oder schneit oder regnet. Lecker wird's allemal. Und damit endet für heute auch wieder diese Kübelschau innerhalb der Werkstattschau. Wir hoffen, es hat euch gefallen und würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, wenn ihr Gabi sagen hören wollt.
unsere Adler von 1939. Die habt ihr in der Werkstatt schon ein paar Mal in der Ecke stehen sehen. Da ist der Ständer gebrochen, der musste auch mal gemacht werden. War Gott sei Dank gutes Gusseisen. Ich bin zu faul, mich zu bücken, deshalb hänge ich sie nach oben. Das ist er, der gusseiserne Ständer. Komplett durchgebrochen. Unser dicker Pole hat sich draufgesetzt und ist drauf rumgeritten. Diese Leute. Dummköpfe gibt es immer wieder. Ich gehöre offenbar auch dazu. Ständer verkehrt rum eingebaut. Also, nochmal raus das Ding. Voila, sie steht wieder auf eigenen Füßen. Und nächstens bekommt sie ihr eigenes Video. Dann könnt ihr sie auch mal sehen. Ja, und dann gab es noch die Baustelle. Das ist wohl ein Borgward Arabella-Tank oder sowas ähnliches. Jedenfalls im Zuge der Verwertung hat da jemand unten mit dem Beil riesige Löcher reingeschlagen. Schade drum, der Tank ist eigentlich noch gut. Also, wird er repariert. Geschweißt, wieder dicht, bisschen verputzen, verschleifen, verspachteln, lackieren. Sieht aus wie neu, wieder was gerettet. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht für einen anderen Kübelwagen eventuell eine etwas tiefere Anhaltestange für hinter die beiden Sitze bauen könnte. Der Fahrer mit seinen langen Füßen wollte gerne etwas weiter nach hinten rutschen. Ja, warum nicht, ich tausche immer gerne. Und bei der Gelegenheit kann ich euch gleich einmal zeigen, wie man solche Rohre biegt. Dann wisst ihr das immerhin schon, wenn wir in der nächsten Werkstattschau Rückenlehne und Sitzbank bauen. Die Rohre werden zunächst mit Sand befüllt und um sicherzustellen, dass der auch wirklich gepackt im Rohr sitzt und nicht nur lose drin liegt, wird das Rohr von oben bis unten regelmäßig durchgeklopft beim Befüllen. Der Biegevorgang selbst geht dann relativ zügig und einfach vonstatten. Das Rohr recht heiß machen und gleichmäßig rumziehen. Das Ganze dann noch mit dem Original abgleichen, damit die Radien und die Winkel stimmen.
Dann noch die Gewindestücke mit dem Einziehkonus. Damit wären alle Einzelteile fertig. Alles fest miteinander verschweißt, eingebaut und fertig ist die Laube. Und nun kann der geneigte Kübelist auch ganze 6 cm weiter nach hinten rutschen. Wenn ihr irgendwas zu tun habt in dieser Art, fragt mich, ich helfe immer gern. Man wird sich schon einig werden. Und das war sie auch schon wieder, die Werkstattschau des Museums für Flugzeugbau und technische Geschichte in Wäschenbeuren. Besuchen Sie uns doch mal. Jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte in Wäschenbeuren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Museum freut sich auch immer über Spenden, Material, Werkzeuge etc. Verbrauchsgüter wie Schleifbänder, Sägebänder, Schweißstäbe. Wer uns unterstützen will, darf sich gerne bei uns melden und anfragen, welche Möglichkeiten es gibt. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet engels@focker-team-schorndorf.de. Unter derselben Adresse könnt ihr zur Not auch gerne per PayPal einen kleinen Obolus entrichten.